wird, dann muss das ja was Besonderes sein. Dem Männerchor, den Ihnen Christoph Hemker jetzt vorstellt, wurde diese Ehre jetzt zum runden Geburtstag zuteil. Eine Ode an ihre Stadt. Doch gefeiert wird sie bei ihrem Geburtstag. Die Hamburger Liedertafel von 1823 mit 150 Sängern. Es gibt kaum ein Ereignis in den letzten 200 Jahren hamburgische Geschichte, das nicht auch von der Liedertafel begleitet worden ist. Insofern wirklich ein echtes Stück Hamburg. Die Gründungsväter waren hanseatische Kaufleute, die zu den Waffen gegriffen hatten, um Norddeutschland zu befreien. Als Napoleon hier alles besetzt hatte, hat sich die hanseatische Legion gebildet. Die haben Napoleon vertrieben hier aus Norddeutschland mit den anderen Freiheitskämpfern. Und dann haben sie sich getroffen, haben erst einen kleinen Chor gegründet und dann 1823 die Hamburger Liedertafel. So muss es bereits 1841 am Hamburger Jungfernstieg geklungen haben. Die Liedertafel singt zusammen mit der Hamburger Turnerschaft das Lied der Deutschen, eine Uraufführung. Den Text hatte Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland geschrieben. Die Musik stammt von Josef Haydn, die er einem kroatischen Liebeslied entliehen hatte. Darauf ist dieser Chor mit echt stolz, denn das ist ein Ereignis, das weit, weit, weit über Hamburg hinausgeht und das eben deutschlandweite Bedeutung hat. Nach dem großen Brand in der Stadt 1886 die Grundsteinlegung für das neue Rathaus. Vorne dabei mit Frack und Zylinder die Männer der Liedertafel. Und haben natürlich weihevolle Lieder gesungen, ganz hochdramatische Lieder. Und dass ein solcher Chor ohne Mikro vor über 1000 Leuten singt und die meisten hören das mit und hören ganz andächtig zu, finde ich faszinierend. In 200 Jahren kommen 3000 Lieder zusammen. Von Klassik bis Pop ist alles dabei. Dem ältesten Männerchor Norddeutschlands gratuliert standesgemäß der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident. Diese Liedertafel ist eben Vorbild, weil sie immer aufgemuckt haben, weil sie immer herausgefordert haben und sich über 200 Jahre weiterentwickelt haben. Jetzt auch weiter verjüngen, auch jetzt junge Stimmen haben. Das ist ja das Entscheidende, dass wir einfach die Zukunft der Männerchöre darin sehen müssen, dass bereits im Kindergarten gesungen wird, in den Schulen, überall ein Schulchor existiert. Da entsteht der Nachwuchs fürs deutsche Chorwesen. Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise. Nach vorne schauen, die junge Generation ansprechen. Die Liedertafel nimmt 2019 einen jungen Chor, die Bengelstimmen, bei sich auf. Der Vogel der Begeisterung bergauf, mein Antrieb und es ist einfach schön, alt trifft neu. Es ist eine Erfahrung für alle. Mittlerweile wachsen wir auch immer weiter, sind sogar über 50 Mitglieder. Singen da aber jüngere Songs wie von Kiss, I Was Made for Loving You Baby, aber auch Madonna. Ein nicht ganz unwichtiger Punkt allerdings sollte noch geklärt werden. Was hat es mit dem Namen Liedertafel auf sich? Außer dass es gesund ist, ist es auch gesellig, weil wir anschließend auch noch ein bisschen zusammensitzen. Frei nach dem Begriff Liedertafel. Also wir singen Lieder und wir tafeln auch gemeinsam Glühen. Und das ist für viele auch ein Highlight der Woche. Herzlichen Glückwunsch also zu 200 bewegten Jahren. Grüß Gott und mit Engeln.
Herr Pfeiffer, sehr geehrter Herr Gulf, sehr geehrter Herr Gutheisen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Tuschek, sehr geehrtes Publikum, vor allen Dingen aber liebe Mitglieder der Hamburger Liedertafel. Wir haben es gerade eben gehört. Oh, wie so glücklich stehst du da? Ein Satz, der wie geschrieben sein könnte, auch für den heutigen Anlass. Und ich heiße Sie recht herzlich willkommen im großen Festsaal des Hamburger Rathauses zu einem Senatsempfang anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Hamburger Liedertafel von 1823. Unsere Stadthymne Hamburg an der Elbe Auen hat uns gerade eben bereits einen stimmungsvollen Auftakt beschert und dabei auch einen Ausblick auf das heutige Programm und das, worüber noch zu reden sein wird, beschert. Es gibt Dinge, die scheinen irgendwie immer schon da gewesen zu sein. Immer mit einem aktuellen Beispiel zu beginnen. Wenn Sie an die Smartphones denken, die wir alle so in der Tasche mit uns herumtragen, wir können uns kaum noch eine Zeit vorstellen, in der wir ohne diese kleinen Geräte miteinander gelebt haben. Ich erinnere mich an einen Dialog mit einer meiner Töchter, die mich fragte: Papa, wie alt bist du eigentlich gewesen, als du dein erstes iPhone bekommen hast? Sie ahnen schon, wo das Gespräch hingehen sollte. Als ich ihr dann deutlich erklären konnte, dass ich weit über 30 gewesen bin, als ich mein erstes iPhone bekommen habe, war die Reaktion der Tochter nur: Papa! Weil sozusagen eine Welt ohne dieses Gerät ihr nicht vorstellbar gewesen ist. Und Sie ahnen schon so grob, worauf ich hinaus will. Ein Hamburg ohne die Hamburger Liedertafel ist genauso wenig vorstellbar. Und das natürlich schon schlicht aufgrund des wahnsinnigen Vorgangs, dass wir hier heute einen Chor ehren, der seit 200 Jahren beisammen ist und zusammen ist und der zu diesen Dingen gehören, die uns so selbstverständlich umgeben, die so selbstverständlich Teil unseres städtischen Alltags sind, dass man immer wieder mal innehalten muss, um sich daran zu erinnern, dass es sie gibt, weil sie sonst einfach so unhinterfragt inventarisiert werden und zu dem zu gehören scheinen, was einfach selbstverständlich da ist. Und sich deswegen immer mal wieder deutlich zu machen, dass da eben mitnichten eine Selbstverständlichkeit hintersteckt, sondern dass es ein enormer und immenser Aufwand ist, auch einen Chor über 200 Jahre zusammenzuhalten. Und dass das eine Arbeit ist, die immer wieder neu gegangen werden muss, die immer wieder ein neues Bekenntnis neuer Generationen zu einer solchen Institution bedeutet. Auch dem soll dieser Senatsempfang dienen, weil das natürlich auch gleichzeitig ein Herausheben des Anspruchs sein muss, so weiterzumachen und auch in die Zukunft eine Hamburger Liedertafel immer wieder neu zu großen Anlässen dieser Stadt zusammenstellen zu können und diesen Chor weiter gut in die Zukunft zu tragen. Und all denen, die über die letzten zwei Jahrhunderte genau daran mitgearbeitet haben, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass es eben kein Naturgesetz ist, dass es die Hamburger Liedertafel gibt, sondern dass man sie immer wieder neu leben und mit Leben füllen muss, denen möchte ich an dieser Stelle schon einmal meinen herzlichen Dank für das Engagement aussprechen. Die Hamburger Liedertafel ist eine wahre Hamburgensie, was sich schon daran zeigt, dass sie in ihrem eigenen Vereinszeichen das Hamburger Stadtwappen tragen dürfen, was etwas ist, was nicht vielen Institutionen der Stadt verehrt gewesen ist. Ich erinnere mich immer an die Briefe, die ich von der Zeit bekomme, wenn Sie sich an die große Wochenzeitung Hamburgs erinnern, bei denen ist oben im Zeitsignier der bremische Schlüssel, obwohl die in Hamburg gegründet worden sind. Allerdings war der Senat vor 70 Jahren deutlich unerbittlicher, was die Erlaubnis zum Führen des Hamburger Staatswappens in sozusagen anderen Signiers eingeht, als das offensichtlich zu der Zeit der Fall gewesen ist, als man seitens der Hamburger Liedertafel nachgefragt hat, ob man das darf. Da durften sie es nämlich. Der Zeit ist es seinerzeit verwehrt worden nach dem Zweiten Weltkrieg, deswegen hat sie dann quasi aus oppositionellem Geist gesagt, dann ärgern wir euch gleich doppelt und nehmen den bremischen Schlüssel auch über mir am Kapitel sagen, bewundern können mit hinein. Und das hat sich seit heute nicht verändert. Auch das zeigt, glaube ich, die ganz enge und ganz besondere Verbundenheit, die Liedertafel hat. Und sie ist in Hamburg fest verwurzelt und mit Hamburg ganz fest verbunden und unterstützt den Senat und die Bürgerschaft seit jeher bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Wir sind hier im Rathaus, in dem die Liedertafel schon bei der Grundsteinlegung 1886 gesungen hat. Und genauso auch bei der Einweihung 1897 und bei der 100-Jahr-Feier des Rathauses 1997. Immer waren die Stimmen der Hamburger Liedertafel zu diesen Anlässen zu hören und zeigen, dass wir
uns das Hamburg, das wir kennen und lieben, eigentlich ohne den Klang und ohne die Begleitung durch die Liedertafel gar nicht vorstellen können. Das gilt übrigens auch für das Deutschland, so wie wir es heute kennen, aber dazu komme ich später nochmal. Es ist deswegen auch kein Zufall, dass die Stadthymne, die Harmonia, die Sie gehört haben, eng mit der Liedertafel verbunden ist. Sie ist 1828 von einem Gründer der Liedertafel komponiert worden. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Albert Metfessel, der bereits ein halbes Jahr, bevor die Harmonia offiziell der Öffentlichkeit im damaligen Neuen Hamburger Stadttheater aufgeführt wurde, dieses Lied durch die Hamburger Liedertafel erklingen ließ. Und seitdem ist sie nicht nur ein fester Bestandteil des Repertoires des Chors, sondern darf bei keinem Konzert hier fehlen und begleitet unsere Stadt als Landeshymne. Auch das zeigt, Hamburg ist ohne die Liedertafel nicht denkbar und erst recht nicht singbar. Die Liedertafel ist der drittälteste Verein Hamburgs und hat viel, viel mehr erlebt als die Räumlichkeiten, in denen wir uns hier heute versammeln. Sie hat zahlreiche Herausforderungen gemeistert, hat 5 Kriege überlebt und in dieser Zeit stets zusammengehalten, immer wieder soziale Verantwortung übernommen und somit das kulturelle Leben unserer Stadt mitgeprägt. Sie ist Ausdruck des Bürgerstolzes, den diese Stadt ausmacht und der ja auch in den Bildern in diesem Saal so wunderbar zum Ausdruck kommt. Also wenn wir über die Elbe-Auen reden, die Sie sagen, der Chor kann Sie sehen, alle anderen haben Sie hinter sich quasi in der rückwärtigen Wand dieses Rathauses. Und wenn Sie sich dann hier angucken, die Geschichte Hamburgs von der ersten Besiedlung bis zum industriellen Hafen, der Ende des 19. Jahrhunderts diese Stadt geprägt hat, dann sehen Sie mein Lieblingsdetail in diesem gesamten Haus, und zwar diesen Bischof dort, Ansgar, der das Nichts segnet. Genau, über dem großen Tor. Sie sehen, da stehen Leute im Fluss, die gucken ihn ein bisschen entgeistert an. Der Bischof hält die Hand über etwas, was nicht da ist. Einige hier im Saal werden es wissen. Das ist eine der traditionsreichsten Geschichten dieses Saales. Dort, wenn Sie genau hingucken, können Sie es auch sehen, kniete mal jemand in der Erstfassung dieses Bildes, das der Maler Hugo Vogel 1909 hier in den Saal gebracht hat. Und als das die Hamburger Senatorinnen und Senatoren waren es damals, da gab es noch keine Senatorinnen, Senatoren sahen, kommentierten sie das mit den Worten, ein Hamburger kniet nicht, weder vor einer weltlichen noch vor einer geistlichen Macht. Und da musste der arme Berliner Maler das übermalen. Und seitdem kniet dort keiner mehr und der Bischof segnet das Nichts. Wenn Sie irgendwo in einer, sagen, in der kleinsten Nussschale das Hamburger Selbstverständnis zusammengepackt haben wollen, dann wahrscheinlich genau an dieser Stelle, in dieser Malerei im Hamburgischen Festsaal. Und das ist eine dieser Geschichten, die zu dieser Stadt dazugehören, genauso wie die Liedertafel dazugehören. Und bei den Anlässen, in denen es um diesen Bürgerstolz geht, der sich aus dem Bewusstsein der Kraft von Gemeinschaft und gemeinschaftlichem Handeln heraus ergibt, wenn es um das in Hamburg ging, war die Liedertafel in der Regel nicht weit und ganz häufig mit ihren Stimmen mit im Saal und hat dieses Erlebnis mitgeprägt und ganz besonders ins Bewusstsein gebracht. Die Liedertafel ist entstanden aus einem freiwilligen Verband in der Hanseatischen Legion, der gegen das napoleonische Besatzungsregime gekämpft hat und der dann 10 Jahre nach der Befreiung von den Franzosen Albert Metfessel getroffen hat und dann direkt in das musikalische Rahmenprogramm eines Stiftungsfestes für alteingesessene Hamburger Familien eingespannt wurde und daran so viel Gefallen fand, dass sie bereits einen Monat später die Hamburger Liedertafel gegründet haben. Seitdem auf jeden Fall, seit dieser Gründung, ist die Liedertafel immer wieder im städtischen Leben zu sehen gewesen. Nach dem großen Brand 1842, welcher die Stadt in Schutt und Asche legte und bei dem auch das alte Hamburger Rathaus gesprengt wurde, sammelten die Mitglieder der Liedertafel Geld für die Geschädigten des Brandes. Nach den beiden Weltkriegen sangen sie in den Trümmern der Stadt, um verzweifelten Menschen neue Hoffnung und Zuversicht zu geben. Und bis heute engagiert sich die Liedertafel für soziale Projekte in unserer Stadt. Neben Konzerten in Krankenhäusern, Seniorenheimen setzt sich der Chor für die Unterstützung von Geflüchteten ein, tritt bei Benefizveranstaltungen auf und zeigt jedes bürgerschaftliche Engagement, von dem ein Gemeinwesen wie die Stadt lebt und das wichtig und wesentlich ist, um miteinander gut in die Zukunft zu kommen, Werte zu vermitteln, eine Stadtgesellschaft zusammenzuhalten und auch stabile demokratische Strukturen durch gemeinschaftliche, bürgerschaftliche Arbeit, wie sie in der Amateur-, Laien- und Chormusik ganz wesentlich gelebt werden, zu erhalten. Und auch das zum Ausdruck zu bringen, ist der große Ernst Bloch in seinem Prinzip Hoffnung, mal als die seismografische Kraft der Musik beschrieben hat. Die Fähigkeit, in der Musik
auch die Strukturen von Gesellschaftlichkeit entdecken zu können und zu entdecken und zu erspüren können, was in einer Gesellschaft gerade nicht gut läuft und was man vielleicht auch verändern muss. Auch das ist etwas, was paradoxerweise gerade im gemeinsamen Musizieren immer wieder erlebt, erfahren und zum Ausdruck gebracht werden kann. Heute ist der Chor ein Chor, der fest mit beiden Beinen in Tradition und Modern gleichzeitig steht, der traditionelle Sieg gut genauso pflegt wie moderne Songs, beispielsweise unseres Ehrenbürgers Udo Lindenberg, die auch heutzutage zum Repertoire gehören. Der Chor geht daran, gemeinsam sich in die Zukunft zu entwickeln, neue Mitglieder zu finden mit dem Programm Join Generation unter dem Motto Tradition erleben, Zukunft gestalten, genauso wie mit der Zusammenarbeit mit den Bengelsstimmen, einem jungen, dynamischen Männerchor, der sich nicht immer allzu ernst nimmt, aber dabei hilft, die Liedertafel in die Zukunft zu entwickeln. Und diese zweiseitige, historische, genauso wie gegenwärtige Bedeutung der Liedertafel ist es, die diesen Chor für Hamburg so besonders macht. Und dann ist da noch die Geschichte vom Lied der Deutschen. Denn auch das hat dieser Chor 1841 gemeinsam mit der Hamburger Turnerschaft zum allerersten Mal gesungen auf dem Jungfernstieg, um dem Rechtsprofessor Karl Theodor Welker für sein Eintreten für eine liberale Verfassung zu danken. Und wer weiß, wenn dieser schon damals so berühmte und bedeutende Chor dieses Lied zu dieser Zeit nicht gesungen und populär gemacht hätte, ob es dann jemals 1922 im Deutschen Reichstag zur Hymne erklärt und 1949 mit seiner dritten Strophe auch zur Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland geworden wäre. Das Lied, das heute wie kein anderes für die Idee einer freiheitlichen, einer offenen, einer liberalen und auf diese Werte stolzen Gesellschaft steht, ist hier aus den Mündern der Liedertafel das erste Mal öffentlich zu hören gewesen. Und auch das ist eine Tradition, die weit über Hamburg hinausreicht und die Hamburg, das ja ein paar Jahre später noch so ein paar Schwierigkeiten hatte, dem Deutschen Reich überhaupt beizutreten, wenn man die Sache mit dem Freihafen erst klären wollte. Stichwort, wir lassen uns von keinem unterkriegen. Sagen damals aber schon eine ganze Menge fürs kulturelle Erbe und fürs nationale Selbstbewusstsein dieses Landes beigetragen hat. Lassen Sie uns daher heute gemeinsam die Leidenschaft und das Engagement feiern, welches die Liedertafel seit 200 Jahren auszeichnet, und möge die Liedertafel auch in Zukunft ein wichtiger Teil unserer Stadtgesellschaft, unseres kulturellen Lebens und des kulturellen Selbstverständnisses unseres Landes bleiben und die musikalische Kultur im ganzen Bereich. Herzlichen Glückwunsch zum 200. Geburtstag. Wenn man so will, bist du meine
Senator Rosta, sehr geehrter Herr Wulff, sehr geehrte Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Konsul Pavicic und sehr geehrter Generalkonsul, der war eigentlich zuerst zu nennen, aber ich übe noch, Herr Tuschek, herzlich willkommen auch für Sie. Liebe Angelika Eilers, ich freue mich, dass du unter uns bist. Und ich begrüße auch die Herren Begrüßungskapitäne vom Willkommhöft. Herzlichen Dank, Herr Brossa, für die Einladung zu diesem Senatsempfang, der für die Hamburger Liedertafel von 1823, wir nennen sie auch liebevoll HL, eine große Ehre ist. Und es erfüllt uns auch mit einem gewissen Stolz, hier in dieser Umgebung sein zu dürfen und mit so vielen Gästen das Ereignis 200 Jahre Liedertafel feiern zu dürfen. Oft hat die Hamburger Liedertafel in diesem Saal gesungen, erstmals tatsächlich am 26. Oktober 1897. Es war die Einweihungsfeier. Ich erinnere mich noch gut, die Bilder waren noch nicht fertig. Ist natürlich ein Running Gag, weil wir immer wieder gefragt werden, ob es noch Gründungsmitglieder bei uns gibt. Aber wir können alle rechnen. Ist natürlich klar. Aber auch in der Gegenwart singen wir mit großer Freude beim jährlichen Bürgertag in diesem Saal. Und in der Vergangenheit, wenn wir hier waren, waren wir nur zweimal nicht das musikalische Programm, sondern wurden selbst geehrt. 1973, zur Feier unseres 150. Geburtstages, wurden wir hier gefeiert, kann man sagen. Und im Mai 1996 erhielten wir den Bürgerpreis, den 10. Bürgerpreis in dieser Stadt. Es ist deshalb eine Ehre für uns, zum dritten Mal hier in diesen Hallen, heiligen Hallen, geehrt zu werden. Und wir freuen uns sehr, dass Sie alle dabei sein können. Herzlichen Dank, Herr Wulff, für Ihr heutiges Erscheinen. Sie sind der Präsident des Deutschen Chorverbandes und wir freuen uns sehr, dass Sie uns die Ehre geben. Und gestatten Sie mir auch die Ergänzung, und ich glaube, ich spreche für die meisten Sänger in der Bundesrepublik, dass es auch eine tolle Sache ist, dass ein ehemaliger Bundespräsident sich engagiert für die Laienchöre oder für die Chöre in unserem Land, weil mit so viel Begeisterung in unserem Land gesungen wird und die Bandbreite des Musiklebens wird durch die Chöre geprägt. Und es ist schon auch schön, dass man eine gewichtige Stimme für unsere Interessen hat. Und auch der Chorverband Hamburg profitiert schon von Ihrer Unterstützung und deshalb profitiert auch die Hamburger Liedertafel von Ihnen. Und dafür möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken. Wir feiern 200 Jahre Hamburger Liedertafel und einen Chor, der die Menschen in seiner Stadt durch zwei Jahrhunderte begleitet hat. Der in einer Zeit, als es noch keine Lautsprecher gab, noch keine CDs und keine elektronische Musik, wir hatten das Thema mit den Smartphones schon heute, wir konnten aber immer schon laut und klar und deutlich für die Menschen singen und wir haben sie emotional gepackt. Und dieser Chor kann, wie wir heute auch erleben, auch dann großartig singen, wenn der Strom ausfällt. Wie gering die Zahl derer ist, die das heute so gehypt werden, das wissen wir nicht.
Wir können es jedenfalls. Ich danke allen meinen Vorgängern als Vorsitzender des Vereins, aber vor allem allen Sängern. Ich bedanke mich bei meinen Vorgängern als Vorsitzender des Vereins, aber auch bei allen Sängern, die über 200 Jahre die Hamburger Liedertafel getragen haben. Auch alle Chorleiter, die uns geholfen haben, eine wirklich tolle vierstimmige Leistung immer wieder aufs Parkett zu bringen. Und das ist schon auch was Besonderes. Vielen Dank an alle, ob sie da sind oder auch nicht mehr unter uns weilen. Im Hamburger Abendblatt gab es heute einen kleinen Artikel über die Hamburger Liedertafel, dass wir diesen Senatsempfang heute hier feiern. Der Ausblick, den das Abendblatt beschrieben hat, wird von mir nicht geteilt. Sie berichten eher von einer düsteren Zukunft. Ich kann aber sagen, dass wir in unserer Hamburger Liedertafel mit zwei Chören mittlerweile ganz gut aufgestellt sind und alle Sänger, die wir hier sind, auch Mitglieder der Hamburger Liedertafel sind. Auch die jungen Leute von den Bengelstimmen sind Mitglied im Verein der Hamburger Liedertafel und engagieren sich mittlerweile auch in den Gremien, bereiten Veranstaltungen vor. Und das macht mir sehr viel Mut, dass wir die Chancen nutzen und erfolgreich in die Zukunft gehen. Wir diskutieren auch über Liedgut, über Gemeinsames, selbst über Titel, dass wir ein Kompliment von Sportfreunde Stiller, Sie haben es gerade gehört, und dann ist der Kompromiss, dass wir das Lied hier einfach ein Kompliment für Hamburg benennen und schon passt es auch in diese Veranstaltung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und euch Jungs, glaube ich, auch und uns allen, dieses Lied für Sie heute singen zu können. Toleranz und Offenheit waren in der Hamburger Liedertafel schon immer Erfolgsfaktoren. Und ich stehe auch dafür, dass es so bleibt. Und ich freue mich, dass wir eben so positiv in die Zukunft blicken können. Aber ich möchte jetzt gegen Ende meines Vortrags, also noch ein bisschen, was kommt noch, auf unsere Broschüre hin ist ein Buch geworden und dieses hat unser Journalist und Autor Hubertus Godeisen für uns zusammengestellt. Er hat die Geschichte der Stadt Hamburg und der Hamburger Liedertafel, die gemeinsame Geschichte, so erzählt, dass es eben keine übliche Chronik ist, die man so kennt und die einen vielleicht auch langweilen können. Es lohnt sich, das zu lesen. Es betrifft viele Bereiche der Hamburger Geschichte und von der ungewöhnlichen Beziehung, der 200-jährigen Beziehung zwischen Chor und dem Chor der Hamburger Liedertafel und seiner Stadt. Und lieber Hubertus, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, ich danke dir recht herzlich, sehr herzlich dafür, dass du dieses Werk gemacht hast. Dankeschön. Und fast hätte ich es vergessen, die grafische Aufarbeitung und Zusammenstellung hat mittlerweile Freundin Regine von Bredow gemacht und es ist ihr super gelungen und in Nacht- und Nebelaktionen noch kurz vor diesem Ereignis hier fertiggestellt. Auch dir herzlichen Dank dafür. Antonina Rubzowa unser Klavier unterstützt. Wir machen schon lange Jahre zusammen Musik und das freut uns immer wieder. Und ich danke auch Marlene Tobaben, die Schüler vom Matthias-Claudius-Gymnasium für diese Veranstaltung vorbereitet hat. Sie werden nachher uns alle noch gemeinsam erleben. Und also auf jeden Fall euch beiden schon mal vielen Dank. Anfang Februar mussten wir hinnehmen, dass unser langjähriger Chorleiter Gunter Wolf
aus dem Leben gerissen wurde und uns ein Freund verloren ging. Bitter für die Familie und auch für den Chor. Seine Familie ist immer herzlich in unseren Reihen willkommen und sein Spirit wird weiter unter uns sein. Vielen Dank an Torben Tietz und René Menze, ich weiß gar nicht, ob sie beide hier sind. Das sind die jungen Männer, die die Bengels Stimmen anleiten. Vielen Dank an Tom Kessler, den haben Sie schon von hinten gesehen, der jetzt die Hamburger Liedertafel unterstützt und die Reiferin Herren in Schwung bringt. Und wenn er nicht kann, schickt er Hans Thiemann, der heute auch hier ist. Wir sind dann quasi auch unter uns, weil Hans jetzt den Männerchor Quartett Mozart anleitet und wir schon langjährige gute Beziehungen zueinander haben und uns gemeinsam unterstützen. Herzlichen Dank an René Clair, der zum Dirigat auch gleich Chöre mitgebracht hat. Es ist aus der Not fast eine Tugend geworden. Wir unterstützen uns als Männerchöre aufgrund der Situation, der Nachwuchssituation immer wieder gerne bei größeren Veranstaltungen. Und René Clair hat die Männerchor aus Nottensdorf und Selzingen mitgebracht, die uns hier unterstützen. Allen Chorleitenden an dieser Stelle, bis auf einen, der kommt noch, herzlichen Dank dafür, dass ihr uns auch so spontan nach dem Tod von unserem Gunther unterstützt habt. Ganz besonders schnell und offen hat sich Kazuo Kanemaki für uns eingesetzt und leitet nun die Großprojekte um unser Jubiläum. Er hat noch auch einen Chor mitgebracht, der Polizeichor, der uns heute auch unterstützt. Euch, Polizeichor Kazuo, vielen Dank für eure Unterstützung, die wir jetzt schon auch in gemeinsamen Proben erleben durften. Ja, ihr seid herzlich willkommen und vielen Dank. Stellvertretend für alle Klein- und Großspender und Sponsoren möchte ich mich bei Familie Stein von der Lüth-Stiftung bedanken. Können diese ganzen Sachen, die wir im Moment planen und schon gemacht haben und noch machen werden, nur durch Unterstützung von vielen, auch kleinen Spenden schaffen. Und ich bin allen Sponsoren und Spendern zu Dank verpflichtet und freue mich, wenn wir auch gemeinsam in der Zukunft diesen Chor erhalten können. Herr Senator Prosta, Herr Wulff, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Sänger, liebe alle und liebe Mitglieder des Schulchors, ich wünsche uns allen eine frohe Jubiläumsfeier zu Ehren des ältesten Männerchors in Norddeutschland und einer echten Institution in dieser Stadt, dem Chor Hamburger Liedertafel von 1823. Vielen Dank. In God.
Dr. Dr. Broster, sehr geehrter Herr Pfeiffer, sehr verehrte Frau Präsidentin Eilers des Hamburger Chorverbandes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Pfeiffer hat sich bereits bedankt für die großartige Geste des Hamburger Senats, einen solchen Senatsempfang in diesem hochherrschaftlichen Rathaus auszurichten. Aber wir werden uns wahrscheinlich sehr schnell darin einig sein, dass es kaum jemanden gibt, für den ein Empfang ausgerichtet wurde, bei dem das so nahe lag. Ich weiß, Hamburg ist eine Weltstadt mit Partnerschaften in der ganzen Welt und hier werden Könige empfangen. Aber kaum jemand derer, die empfangen wurden, war bereits bei der Grundsteinlegung dabei, bei der Einweihung dabei, bei allen wichtigen Gelegenheiten dabei. Und deswegen ist das schon besonders gerechtfertigt. Aber der erste Chorleiter ist bereits genannt, Albert Mettfessel. Er ist mit einem Relief an einer Säule im Foyer dieses Rathauses verewigt und damit gewürdigt. Auch davon können nur wenige, die hier empfangen werden, berichten, dass sie bereits im Rathaus verewigt sind. Mettfessel hat Freiheitstexte vertont. Er selber konnte aus verschiedenen Gründen nicht für die Freiheit mitkämpfen und hat dann die Gelegenheit genutzt, Texte wichtiger deutscher Autoren zu vertonen gegen Knechtschaft, gegen die Obrigkeit, für die Gleichheit der Menschen in unserem Land. Und ich hoffe eigentlich, dass am 3. Oktober, wenn ganz Deutschland auf Hamburg schaut, denn der Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahre wird hier in Hamburg stattfinden, dass dann eben auch daran erinnert wird, dass von Hamburg aus für Freiheit und für Demokratie früh gekämpft wurde. Und das gerade im Jubiläumsjahr der Frankfurter Paulskirchenversammlung von 1848. Bisher gilt ja in Deutschland der Konsens, den wir eigentlich alle haben, dass die dunklen Seiten unserer Geschichte sehr engagiert und zu Recht aufgearbeitet werden, was auch in der ganzen Welt große Anerkennung findet. Weniger überzeugend gelingt uns allerdings, der Meinung sind auch immer mehr, den mutigen Menschen zu danken und denen Denkmäler zu setzen, die zur Freiheits- und Demokratiebewegung gehören und immer noch um Anerkennung buhlen müssen. Die Wurzeln der Hamburger Liedertafel liegen eben auch im Freiheitskampf gegen die napoleonische Besetzung von Hamburg, unter der Hamburg besonders gelitten hat, und danach den Initiativen in den 1820er Jahren, wo es zu oppositionellen Sängervereinsgründungen in ganz Deutschland kam. Und der Begriff Liedertafel kommt gerade auch von den Revolutionären aus Berlin übernommen, wo hier exakt auf den Tag genau vor 200 Jahren, am 19.04., dieser Sängerkreis, dieser Sängerverein, die Liedertafel, gegründet wurde. Gegen auch letztlich die restaurierte Adelsherrschaft. Die Uraufführung unserer Nationalhymne, unseres Deutschlandsliedes von Hoffmann von Fallersleben, Niedersachsen, das Land gab es da noch nicht, aber Fallersleben liegt heute in Niedersachsen und auf Helgoland getextet und dann hier in Hamburg erstmals vertont und gesungen. Das diente, diese damalige Veranstaltung im Vormärz, besonders der Würdigung des schon erwähnten Karl Theodor Welcker, der ganz wesentlich Wegbereiter der Frankfurter Paulskirche war und damit eine Chance vermitteln wollte, zu einer Demokratie zu kommen. Das scheiterte dann. Und erst 1919 hatten wir die erste Demokratie auf deutschem Boden, die dann auch schon sehr schnell wieder scheiterte. Das ist vielleicht einer der Gründe dafür, warum wir uns so schwer tun, an die Wegbereiter der Demokratie zu erinnern. Was will ich aber damit sagen? Chöre besingen die Gleichheit. Im Chor sind alle gleich wertvoll, gleich wichtig. Ein Chor ist eine demokratische Instanz. Man muss sich nämlich verständigen. Besonders positiv ist, dass in Chören Menschen ganz unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Meinungen zusammen etwas vollbringen. Und wenn sich alle an bestimmte Regeln, den Text und die Noten halten,
dann entsteht sogar Schönes dabei. Wenn jeder macht, was er will, hört es sich sehr viel weniger schön an. Auch das ist eine Erfahrung, die wir in unserer Gesellschaft immer weniger machen, wo manche schon leiden, wenn sie damit leben sollen, dass andere andere Meinungen haben als sie selbst und nicht alle die Meinung haben, die sie haben. Und Chöre sind Teil der Bürgergesellschaft, der Zivilgesellschaft. Sie tragen für sich und in ihrem Umfeld für die Organisation selbst Verantwortung und sie vermitteln demokratische Grundwerte. Wer sich in der Welt umschaut, wird schnell merken, dass ein freies Chorwesen bei Diktatoren ungeliebt ist, für die ein Dorn im Auge ist. Denn die Schützen, die Sänger und die Turner als Massenbewegungen des 19. Jahrhunderts haben diese Freiheits- und Demokratiebewegungen getragen gegen die Obrigkeit und Menschen auch Mut vermittelt, die eigenen Dinge in die eigenen Hände zu nehmen. Es hat immer wieder auch Missbrauch gegeben der Kultur in Diktaturen, aber eine positive Gestaltung der Kultur, der Chöre, des Liedgutes ist eben ein wichtiges Anliegen. Wahrscheinlich hat jede Generation eine große zentrale Herausforderung zu bewältigen. Unsere Elterngeneration den Wiederaufbau des zerstörten Landes, meine Generation wahrscheinlich die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas, aber die jetzt kommende Handlungsgeneration hat die große Aufgabe, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern und zu gewährleisten, sehr verschiedener Menschen, die aber auf ein gemeinsames Ziel auf dem Boden unseres Grundgesetzes verpflichtet sein sollten. Und vor allem darüber freuen, dass Deutschland ein großes Musikland ist. Wer will das bestreiten? 14 Millionen Menschen in Deutschland singen und musizieren im Laienbereich, im Amateurbereich. Das ist eine noch größere Gruppe als der deutsche Sport und vor allem der Fußball verbindet, obwohl wir jedes Wochenende da sehr viel mehr drüber hören und davon sehen als von der Laienkultur. Aber die Basis für das Musikland ist gewissermaßen in Gefahr. Um die Hamburger Liedertafel mache ich mir gar keine Sorgen. Am 19.04.2123, und die ganz Jungen können sich das schon mal im Kalender im Smartphone schreiben, weil die haben die Aussicht, 120 und etwas mehr zu werden. Diesen Tag, 19.04.2123, kann man sicher in den Kalender schreiben, weil die Hamburger Liedertafel nicht nur traditionelles Liedgut pflegt, sondern auch aktuelles singt und sogar mit Rockbands auftritt. Und ich freue mich gleich schon auf Udo Jürgens, wie man den, geboren in Klagenfurt, auf Hamburg umgedichtet hat. Aber hier wird eben sozusagen erneuert und modernisiert. Aber auf der anderen Seite haben wir einen großen Mangel an Musikerziehern, an Singen in Kindertagesstätten, an Schulchören, an dem Unterstützen von Chören aller Generationen in unserem Land. Wir profitieren in umfassender Weise von Hamburg, von der Metropolregion und sind dankbar dafür. Aber es bedrückt dann schon, wenn für Elitekultur, für die Elbphilharmonie extrem viel und zwar völlig zu Recht ausgegeben wird, aber der Amateur- und Laienmusikbereich mehr als stiefmütterlich behandelt wird. In einer Überschau der 16 Bundesländer sind eben gerade die norddeutschen Länder, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Schlusslichter. Und in Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen oder Sachsen wird sehr viel mehr für die Amateur-, für die Laienmusik ausgegeben. Und ich würde mich freuen, wenn man darüber ins Gespräch kommen könnte, wie man gemeinsam mit den Chören Präventionsprogramme, Integrationsprogramme, Veranstaltungen durchführen könnte, um die Musikstadt Hamburg, die sie ja zweifelsohne ist, mit einer großen Weltgeltung, auch im Bereich der Breite zu forcieren. Denn ohne Breite und Musikverständnis in der Breite wird man am Ende auch nicht die Besucher von Opern, Operetten oder sinfonischen Konzerten haben. Ich glaube, wir müssen an den Wurzeln, an der Basis viel stärker arbeiten. Es gibt inzwischen... Viel wirkungsvoller scheint es mir zu sein, viel besserer Weg ist, das gemeinsame Singen zu fördern, weil Singen in Gemeinschaft ein Gegenpol ist zu den Individualisierungs-, Pluralisierungs-, Globalisierungs-
und Polarisierungsprozessen, die wir alltäglich zu Recht beklagen. Als 1862 der Deutsche Sängerbund gegründet wurde, war bereits die Hamburger Liedertafel dabei und der Deutsche Chorverband, der auch Rechtsnachfolger für den Deutschen Sängerbund ist, ist enorm stolz auf den Chorverband Hamburg und vor allem die Hamburger Liedertafel, die ich schon gegeben hatte, als es uns noch alle nicht gab. Von daher großer Respekt, große Anerkennung. Ich gratuliere Ihnen von Herzen und überreiche Ihnen eine ganz besondere Ehrungsurkunde des Deutschen Chorverbandes für die Hamburger Liedertafel, die hoffentlich bei Ihnen an wichtigem Platz eine besondere Bedeutung bekommt, weil Sie eben einer der ganz wenigen sind, der so lange ununterbrochen überdauert hat. Und freue mich, dass Herrn Pfeiffer jetzt für den gesamten Chor der Hamburger Liedertafel überreichen zu dürfen. Und danke Ihnen für Ihre Anerkennung.
Gestatten Sie mir bitte eine kleine Bemerkung. Eben haben gesungen Deutschlands am meisten diskriminierte Gruppe, die alten weißen Männer. Sehr geehrter Herr Senator Dr. Broster, sehr geehrter Herr Wulff, sehr geehrte Damen und Herren, meine Festrede möchte ich vorrangig auf zwei Themen beschränken: die Entstehung der Hamburger Liedertafel und die Uraufführung des Deutschlandliedes. Und ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Broster, und Ihnen sehr, sehr dankbar, Herr Wulff, dass Sie dieses Thema in Ihren Ansprachen so behandelt haben. Und darüber freuen wir uns sehr. Am 29. Mai 1814 verließen 27.000 französische Soldaten mit 5.000 Pferden und 90 Geschützen Hamburg. Sie hatten mit einer kurzen Unterbrechung über 8 Jahre die Stadt besetzt gehalten. Um bei einer möglichen Belagerung freies Schussfeld zu haben, waren ganze Stadtteile von Napoleons Soldaten abgerissen oder niedergebrannt worden. Allein in St. Pauli brannten 900 Häuser und Hütten. 550 Kranke waren vom Zwangsumzug vom damaligen Krankenhof in St. Georg nach Eppendorf verstorben. Von den 30.000 Armen,
die zu geringe Essensvorräte hatten und deshalb ausgewiesen wurden, starben 1.138 Vertriebene. 7.500 Pferde waren in St. Katharin und in anderen Kirchen untergebracht. Das Silberdepot der Bank und das Ratssilber hatten die Franzosen eingeschmolzen und Hamburg musste die gewaltige Summe von 48 Millionen Francs an die französischen Besatzer zahlen. Die Geldwirtschaft war zusammengebrochen. Stadt, Hafen und Wirtschaften hatten ihre Kreditwürdigkeit eingebüßt. Die Kaufmannsstadt Hamburg war pleite. Der überwiegende Teil der Bevölkerung verarmt, hatte unter Hunger und Krankheit gelitten. Die Wirtschaft lag am Boden. Viele Menschen trugen Lumpen. Die wenigsten hatten ein festes Zuhause. Alle Familien hatten schwer unter der napoleonischen Fremdherrschaft gelitten. Und dann kam der 30. Juni 1814. Am Grasbrook sammelten sich Soldaten. Man hörte Pferde wiehern, dann Hufgetrappel und marschierende Soldaten, die auf das Brooktor zugingen. Und dann ging ein Jubelschrei durch die Stadt. Die Legion kommt. Die Hamburger und Lübecker Freiheitskämpfer der Hanseatischen Legion kamen zurück. Keine feindlichen Soldaten, sondern die eigenen Söhne und Väter. Plötzlich war die ganze Stadt auf den Beinen. Unter dem begeisterten Jubel der Bevölkerung marschierte die Legion über den Jungfernstieg in Hamburg ein. Ganz Hamburg feierte überschwänglich ihre hanseatischen Helden. Mit dem Einmarsch dieser Freiheitskämpfer schienen nun alle Nöte, Sorgen und Verluste für eine Weile vergessen. Hamburger Bürger hatten mutig gekämpft und erfolgreich dazu beigetragen, den damals mächtigsten Despoten Europas zu besiegen. Nun war die Stadt endlich frei. Nie wieder wurden Bürger der Stadt so dankbar, begeistert und mit Stolz empfangen. Nie wieder wurde das Ende einer Schreckenszeit so emphatisch gefeiert. Nie wieder waren alle Hamburgerinnen und Hamburger so im Glück vereint. Nie wieder fühlten sich jüdische Bürgerfamilien so gleichberechtigt, weil auch viele jüdische Mitbürger in der Legion gekämpft hatten. Nie wieder empfand die Bevölkerung ihre neu gewonnene Freiheit als so unbegrenzt. Nie wieder blickte Hamburg so zuversichtlich in die Zukunft. Noch heute gilt der 30. Juni 1814 als einer der glücklichsten Momente in der langen Geschichte der Hansestadt. Die Legionäre kehrten zu ihren Familien zurück, die Kaufleute gingen in ihre Kontore, die Handwerker in ihre Betriebe und die Studenten setzten ihr Studium fort. Aber sie trafen sich, erinnerten an ihre große Zeit, gedachten der Gefallenen und bildeten einen kleinen Chor, denn das Singen hatten sie zuerst beim Freikorps Lützow gelernt, mit dem sie Seite an Seite gekämpft hatten. Dieses Freikorps bestand fast nur aus Studenten, jungen Handwerkern, Dichtern und Komponisten. Sie sangen vor jedem Gefecht Freiheits- und Kampflieder, sie trugen Gedichte vor, die ein einiges Deutschland forderten. Ihr Wortführer und Dichter war Theodor Körner, der Komponist ihrer Lieder war Albert Metfessel. Weil sie anfangs so unterschiedlich gefärbte Uniformen trugen, färbten sie die Stoffe schwarz, ließen rote Aufschläge nähen und goldene Knöpfe befestigen. Die Farben Schwarz, Rot, Gold, die Farben der Freiheit und später die Farben der Paulskirche und der Demokratie. Wir können stolz sein auf unsere Farben, die anfangs von den Fürsten und reaktionären Kräften verspottet wurden, aber nie missbraucht worden sind und immer für demokratische Werte standen. Als das Jahr 1823 nahte, beschlossen die ehemaligen Kämpfer der Hamburger Legion, ein frohes Stiftungsfest zu feiern, weil sie sich vor 10 Jahren gegründet hatten. Schnell war klar, wer die musikalische Leitung übernehmen sollte, ein Mann, den sie alle kannten, dessen Lieder sie gesungen hatten, Albert Metfessel. Er lebte im thürischen Rudolstadt, gab Musikunterricht, wurde von einer Fürstin gefördert, war unglücklich
und träumte von einer großen Karriere. Als die Einladung aus Hamburg kam, packte er seinen Koffer und zog in die Hansestadt zu seinen Freunden von der Hanseatischen Legion. Das Stiftungsfest wurde ein großer Erfolg. Am 19. April 1823 trafen sich dann mit Albert Medfessel 7 Herren und beschlossen die Gründung der Hamburger Liedertafel heute genau vor 200 Jahren. Die Gründungsmitglieder kamen aus der Legion, entstammten vorrangig Kaufmanns- und Handwerkerfamilien. Bald folgten auch Mitglieder aus den Hamburger Logen, darunter Professoren, Senatoren, Anwälte und Reeder. Doch nicht nur Lieder standen im Vordergrund, sondern auch das Tafeln. Ein reges Leben bestimmte die Vereinsaktivitäten. Medfessel machte die Liedertafel zum führenden Chor in Hamburg. Und so muss es für die Sänger ein Schock gewesen sein, als ihr Gründungsdirigent ihnen 1832 mitteilte, dass er sie verlassen werde, um in Braunschweig endlich eine feste Planstelle anzutreten. Unvergessen bleibt Medfessel nicht nur als begnadeter Chorleiter, sondern auch, weil er die Melodie zur Hamburg-Hymne komponiert hat. Erstmalig erklang sie am 19. April. Die Hymne Stadt Hamburg überlebte alle Katastrophen, gab der Hamburger Bevölkerung in schweren Zeiten Halt und in frohen Stunden Freude und Zuversicht. Als die Liedertafel bei ihren ersten öffentlichen Konzerten der Nachkriegszeit die Hamburg-Hymne sang, flossen beim Publikum die Tränen. Sie lebten in einer zerstörten Stadt, waren zum Konzert durch Ruinen gegangen und hörten jetzt das so vertraute Lied mit einer geänderten zweiten Zeile. Stadt Hamburg an der Elbe Auen, wie bist du traurig anzuschauen. Aber die Menschen in Hamburg schafften es. Sie bauten ihre Stadt wieder auf und dann konnten sie gemeinsam mit der Liedertafel und hanseatischem Stolz singen. Stadt Hamburg an der Elbe Auen, wie bist du stattlich anzuschauen. Doch die größte Aufmerksamkeit erhält die Hamburg-Hymne im Willkommhöft, der bei allen seefahrenden Nationen bekannten Schiffsbegrüßungsanlage im Schulauer Fährhaus. Jedes salutfähige Schiff, das auf der Elbe in den Hafen einläuft oder Hamburg verlässt, wird tagsüber mit Medfessels Hymne begrüßt oder verabschiedet. Seit 1952 das Willkommhöft errichtet wurde, sind rund 750.000 Schiffe und Millionen von Seeleuten mit der Hamburg-Hymne begrüßt worden. Ich will jetzt nicht aufzählen, wo die Sänger der Hamburger Liedertafel überall aufgetreten sind. Sie haben vieles gemacht. Umzug der Börse, die Grundsteinlegung Hamburgs gesprochen, sogar als die ersten Gaslaternen am Jungfernstieg entzündet wurden, waren sie dabei. Sie sangen sogar im Zuchthaus und bei Staatsakten. Die Zeit, an die frühere Sänger besonders gerne zurückdachten, und Senator Brosser hat es schon gesagt, war die Nachkriegszeit mit ihrem Kulturhunger. Bereits am 12. September 1945 versammelten sich die 50 Sänger im großen Saal am Holstenwall, gaben ihr erstes Konzert. 1946 weitere 4 große Konzerte und dann veranstalteten sie eine Weihnachtsfeier im ungeheizten Saal beim Schein von 2 Kerzen. Inmitten von Ruinen sang die Hamburger Liedertafel für Ausgebombte, für Kriegerwitwen und deren Familien, Heimkehrer sowie für Vertriebene und Flüchtlinge, die in Hamburg und hier gestrandet waren. Sie sang für Menschen, die erst zögerlich wieder erfuhren, dass es auch eine deutsche Kultur gab, die nicht von Propagandalügen, Hass und Verblendung geleitet war, sondern von Friedenssehnsucht, Liebe und Menschlichkeit. Diese in kalten Zugängen, einfachen Räumlichkeiten veranstalteten Konzerte gehören sicherlich zu den innigsten und menschlich berührendsten Liederabende in der Geschichte des Chöres. Wir hören gleich Ihr von morgen, Udo Jürgens Hymne an die Zukunft. Aus Gedanken werden Ziele, aus dem Samen wird ein Baum
und aus einem werden viele, Freiheit schafft sich ihren Raum. Dieses Lied ist auch Verpflichtung für die Liedertafel, an die Zukunft zu denken. Und es gibt dieses Projekt, über das wir schon viel gehört haben, Join Generation. Der Anfang war nicht leicht. Wie passen Verdi, Schubert, Karl Maria von Weber mit Madonna, Kiss oder Sportfreunde Stiller zusammen? Wie harmonieren der deutsche Wald mit dem Fußballstadion? Wie versteht sich deutsche Romantik mit Rock, indige Sprache, mit Fangesang, große Kunst mit Pop, vierstimmiger Gesang mit Durcheinander? Und dann kam auch noch Corona. Es sah mitunter nicht gut aus. Zusammenwachsen war eine große Herausforderung, gemeinsames Proben erwies sich als schwierig. Doch dann lockte die Elfi. Ein Auftritt auf Hamburgs angesagtester Bühne, ein erster Schritt zum Ruhm. Und jetzt lief es. Man traf sich, man übte, man probte. Wir warten ab, wie es nach dem Auftritt in der Elfi weitergeht, aber der Erfolg ist messbar. Kein anderer deutscher Männerchor erlebt so ein rasantes Wachstum an jungen, motivierten Sängern wie die Hamburger Liedertafel mit ihren Bengelstimmen. Und jetzt möchte ich zu dem Höhepunkt in der Geschichte der Hamburger Liedertafel kommen. Die Uraufführung des Liedes der Deutschen. Am 26. August 1841 hatte es Hoffmann von Fallersleben auf der britischen Hochseeinsel Helgoland gedichtet. Die britische Insel war einer der ganz, ganz wenigen Orte, wo sich Oppositionelle treffen konnten, ohne bespitzelt zu werden. Bereits mit seinen ersten Zeilen forderte Hoffmann Unerhörtes. Deutschland, Deutschland über alles. Ein brüderlich vereintes Deutschland sollte über Österreich, Preußen, Bayern, Württemberg und den vielen kleinen, aber souveränen Fürstentümern und deutschen Staaten stehen. Hoffmann war für ein Deutschland, das sich über die Kleinstaaten erheben sollte. Damit sagte er den mächtigen Fürsten den Kampf an, die in ihren Residenzen saßen und der Bevölkerung das lang ersehnte, geeinte Deutschland verweigerten. Am innigsten war dann Hoffmanns dritte Strophe, und die seine große politische Sehnsucht ausdrückt: Einigkeit und Recht und Freiheit. Noch auf Helgoland bot er dem liberalen Hamburger Verleger Julius Campe das Lied für die stolze Summe von 4 Louisdor an. Campe war begeistert, zögerte nicht lange, zahlte die 4 Goldmünzen und brachte das Lied in die Hansestadt. Am 1. September 1841 verlegte er das Lied. Am 7. Oktober schaltet er seine erste Anzeige. Das Lied der Deutschen muss auch im Hamburger Rathaus eingeschlagen haben, denn 5 Wochen nachdem Campe das Lied verlegt hatte, ehrte der Senat den berühmten liberalen Politiker und Staatsrechtler Professor Karl Theodor Welker mit dem Hoffmann-Lied. Wir haben vorhin gehört, deswegen erlaube ich mir, das nicht zu wiederholen, welche Bedeutung Welker hatte. Er wohnte im Streitshotel am Jungfernstieg, und als er am Abend des 5. Oktober gegen 22.30 Uhr aus dem Fenster sah, bemerkte er eine riesige Menschenmenge vor dem Hotel. Und als er das Hotel verließ, spielte das städtische Hornistenchor einen Marsch. Dann trat die Hamburger Liedertafel gemeinsam mit den Sängern der Hamburger Turnerschaft vor, und beide sangen bei rot leuchtendem Fackelschein das Lied der Deutschen. In Gegenwart von Hoffmann von Fallersleben begrüßte ein Sprecher des Hamburger Senats Welker, brachte ein dreifaches Hoch aus und übergab ihm ein in Leder gebundenes, mit den deutschen Farben schwarz-rot-gold verziertes Prachtexemplar des Liedes. Wenn der Senat den für Bürgerrechte kämpfenden Welker so groß empfing und ehrte,
wollte er damit demonstrieren, dass die Stadt liberal war, Bürgerinnen forderte, kritischen Verlegern, Autoren und Dichtern Freiheiten einräumte und deren politische Forderungen unterstützte. Und dass der Senat dies mit einem völlig neuen Lied machte, einem politischen Lied gegen Kleinstaaterei und für Einigkeit und Recht und Freiheit, ist rückblickend eine Sensation. Es lag am liberalen Klima der Stadt Hamburg, an seinem liberalen Verleger Julius Campe, an der liberalen Haltung des Hamburger Senats, dass Hoffmanns Lied der Deutschen bekannt und beliebt wurde, weit über die Grenzen der Hansestadt heraus. Und dass die Hamburger Liedertafel am Jungfernstieg damals uraufgeführt wurde, erfreut bis heute die Sänger. Seinem Lied der Deutschen legte Hoffmann von Fallersleben die einzige Melodie zugrunde, die bereits den Reichsgedanken verkörperte, nämlich Josef Heinz Kaiserhände. Als Hoffmanns Deutschlandlied zur deutschen Nationalhymne wurde und damit auch die Heidenhymne deutsche Hymne wurde, lief die Politik in Österreich Sturm. Sie wollte in Deutschland die Nutzung der Melodie verbieten lassen, weil es sich zum österreichischen Kulturgut handeln würde. Doch Österreichs Behauptung ist falsch, denn Josef Heiden hat die Hymne nicht komponiert. Die Melodie stammt von einem alten kroatischen Liebeslied. Früh am Morgen stehe ich auf, kurz vor der Morgenrede. Es handelt sich dabei um ein trauriges Lied, denn im Wechselgesang bedauert ein junger Mann, dass seine Liebste einem reichen Mann versprochen wurde. Auch das junge Mädchen ist unglücklich und singt, was nützen mir Gold und Silber, wenn ich den nicht heiraten darf, den ich liebe. Heiden hat dieses Volkslied oft gehört, denn wo er in Eisenstadt lebte, war er umgeben von kroatischen Orten. Heiden hat die kroatische Grundmelodie als Kaiserhymne weltweit populär gemacht, aber nicht komponiert. Die wunderbare und so einfühlsame Melodie unserer Nationalhymne ist ein kroatisches Liebeslied. Und deshalb werde ich jetzt feierlich und spreche Sie, sehr geehrter Herr Generalkonsul Tuschek, und Sie, sehr geehrter Herr Konsul Pawlicek, direkt an, um Sie zu bitten, Ihrer Regierung zu berichten, dass die Hamburger Liedertafel, die als erster Chor 1841 die Uraufführung des Deutschlandliedes mit dieser Melodie gesungen hat, an ihrem 200. Geburtstag dem kroatischen Volk für diese wunderschöne Melodie dankt. Und jetzt möchte ich noch zu Hamburg kurz zurückkommen. Dass aus dem Deutschlandlied die Nationalhymne wurde, liegt auch an einem Hamburger. Im Juli 1922 trafen sich zwei Männer im Berliner Reichspräsidentenpalais. Der eine war der gelernte Sattler Friedrich Ebert aus Heidelberg, 1918 Reichskanzler und nun Reichspräsident. Der andere war der intellektuelle Dr. Rudolf Köster aus Hamburg, 1920 Außenminister und seit Oktober 21 Reichsinnenminister. Doch jetzt fragten sich die beiden, ob ihr Land noch eine demokratische Zukunft habe. Am 26. August hatten Rechtsterroristen den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger ermordet. Am 4. Juni 1922 hatten sie auf Philipp Scheidemann einen Blausäureanschlag verübt und am 24. Juni 1922 schlugen sie wieder zu und erschossen Außenminister Walter Rathenau. Mit Rathenaus Ermordung wollten die Attentäter einen Bürgerkrieg auslösen, die Reichsregierung stürzen, eine Militärregierung installieren und die Republik zerstören. Die Bevölkerung lastete die Morde und Umsturzversuche einer schwach
und ohnmächtig wirkenden Demokratischen Republik an. Verzweifelt suchten Ebert und Köster nach einem Zeichen der Stärke, mit dem sie für diese Staatsform werben konnten. Und Ebert fiel ein, dass er am 11. August 1919 die neue Reichsverfassung sehr beglückt unterschrieben hatte, und so einigten sich beide, dass der 11. August 1922 zu einem Nationalfeiertag werden sollte. Aber Köster war das zu wenig. Eine Feier nur für die Verfassung reichte ihm nicht aus. Er wollte etwas, das der jungen Republik ein emotionales Symbol gab. Und da kamen beide auf die Idee, die Republik braucht eine Nationalhymne. Und da blieb viel ihnen sofort ein, es muss Hoffmanns Hymne sein. Am 11. August 1922 war der Reichstag feierlich gestaltet. Unter dem Reichsadler und über dem geschmückten Rednerpult prangte als großes Spruchband die Forderung aus der neuen Hymne: Einigkeit und Recht und Freiheit. Und in der Bevölkerung gab es breite Zustimmung und viele Deutsche begannen, ihren Frieden mit der Republik zu schließen. Vielleicht hätte es mit der Weimarer Republik gut gehen können. Aber am Ende 1922 zerstörte eine Hyperinflation alles und hinterließ Arbeitslosigkeit, Hungernot und bitterste Armut. Ein Dollar kostete 4,2 Billionen Mark und die Deutschen verloren ihr Vertrauen in den demokratischen Staat. Alles Weitere ist bekannt. Der Mann, der 1922 das Deutschlandlied beim Reichspräsidenten durchsetzte, war Adolf Köster. Er besuchte in Wandsbek das Matthias-Claudius-Gymnasium. Später diente Köster in den Botschaften in Riga und Belgrad als Gesandter. Dort verstarb er 1930 plötzlich im Alter von nur 46 Jahren. Als sein Sarg nach Hamburg überführt wurde, hatte seine Heimatstadt Halbast geflaggt. Und damit schließt sich der Kreis, weil Köster Schüler im Matthias-Claudius-Gymnasium war, singt nachher der Schülerchor dieser Schule unsere Nationalhymne mit. Und ich danke der Rektorin und ich danke Frau Tobar, dass Sie dieses Projekt mitgemacht haben. Herzlichen Dank. Und zum allerletzten Schluss möchte ich nochmal auf Wilkom Höf bei Schulau zurückkommen. Längst ist da dieser Welcome Point, wie er in den internationalen Seekarten verzeichnet ist, bei Schiffsbesatzungen aus aller Welt bekannt und beliebt. 5 Begrüßungskapitäne, von denen 3 unter uns sitzen, versehen dort abwechselnd ihren täglichen Dienst vom Mittag bis zum Sonnenuntergang. Doch ihre Hauptaufgabe besteht in der Begrüßung der Schiffe nach traditionellem Brauch. Dann werden die Hamburg-Flagge und die Signalflagge UW, gute Reise, getippt und über weitreichende Lautsprecher die Schiffsbesatzung mit der eigenen Nationalhymne und einem Willkommensgruß begrüßt oder beim Verlassen verabschiedet. Dabei ertönen Wagners Steuermann Lass die Wacht und die Hamburg-Hymne von Albert Metfessen. Und eine Begrüßung oder Verabschiedung in Deutsch und in der Sprache des Flaggenstaates. Der Höhepunkt der Zeremonie ist jedoch das Abspielen der jeweiligen Nationalhymne. Da wird auf den Schiffen manches Auge feucht und harte Seemänner denken voller Sehnsucht an ihre Heimat und an ihre Familie. Und deshalb haben wir den Senat gebeten, die Schulauer Begrüßungskapitäne heute zu diesem Empfang einzuladen. Wir wollen uns bedanken dafür, dass Sie mit Ihrem Dienst und dem Abspielen der Nationalhymnen so viel Freude bereiten. Wenn heute in Deutschland gefragt wird, ob Nationalhymnen eigentlich noch zeitgemäß seien,
so gibt ein Besuch im Zulauer Fährhaus eine eindeutige Antwort. Ja, die Menschen lieben ihre Hymnen. Wenn sie erklingen, dann werden große Emotionen frei. Es entstehen Glücksmomente und es fließen Freudentränen. Und wenn ein deutsches Schiff kommt und die deutsche Hymne erklingt, wird es plötzlich ganz ruhig im sonst so quirligen Restaurant. Dann hören sich die deutschen Gäste ganz bewusst die schöne Melodie von Einigkeit und Recht und Freiheit an. Dann geht der Blick über die Elbe auf das vorbeigleitende Schiff und nach innen. Entgegen allen Behauptungen gibt eine überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Nationalhymne. Sie springen nicht so hektisch auf wie Italiener, Spanier, Portugiesen oder Franzosen. Sie fassen sich nicht ans Herz wie US-Amerikaner, Neuseeländer oder Polen. Sie singen nicht laut mit wie Dänen und Niederländer. Sie freuen sich stiller, aber sind ebenso ergriffen. Nationalhymnen sind viel mehr als melodische Lieder. Sie sind Symbole eines Landes, des Zusammenhalts, einer gemeinsamen Geschichte. Sie verkörpern Heimat, erinnern an liebe Menschen und machen einfach glücklich. Es war ein langer Weg, bis alle Deutschen singen konnten: Einigkeit und Recht und Freiheit. Diese Forderung erklang 1841 zum ersten Mal auf dem Jungfernstieg, gesungen von der Hamburger Liedertafel, die heute ihren Geburtstag feiert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.